Seid gegrüßt, Freunde Ishgards. Danke, dass ihr uns eure kostbare Zeit widmet. Es gibt Dringendes zu besprechen, das nicht für fremde Ohren bestimmt ist. Es ist uns eine Ehre, Großmeister Aemerik. Für eine vertrauliche Unterredung mit euch nehmen wir uns gerne Zeit. Worum geht es? Wie ihr wisst, hat Ishgard mit dem Ableben des Papstes nicht nur sein religiöses Oberhaupt, sondern auch seinen Herrscher verloren. Die gesellschaftliche Ordnung ist aus den Fugen geraten. Gemäß unserer heiligen Gesetze habe ich als Großmeister der Tempelritter stellvertretend die Regierungsgeschäfte übernommen. Doch das kann nur eine Übergangslösung sein. Für gewöhnlich würden sich nun bald die obersten Würdenträger der Kirche und die Fürsten versammeln, um einen neuen Papst zu küren. Doch die Lage ist alles andere als gewöhnlich. Die bittere Wahrheit, die wir ans Licht gebracht haben, hat unseren Staat in seinen Grundfesten erschüttert und die Legitimation des Papstes in Frage gestellt. Wir können unmöglich einfach so zur Tagesordnung übergehen. In der Tat. Die Lügen über den Drachenkrieg, die 1000 Jahre verbreitet wurden, der wahnsinnige Plan des Papstes, mit der Macht eines Primae ewigen Frieden zu erzwingen. Ihr habt dem Volk wirklich Ungeheuerliches enthüllt. Ich hatte durchaus Bedenken, doch mir blieb keine Wahl, außer eine offizielle Erklärung abzugeben. Es wurden die wildesten Mutmaßungen angestellt, erst recht seit die Kriegerin des Lichts auf dem Rücken eines Drachen in die Stadt geflogen kam. Die Abwesenheit des Papstes ließ sich nicht länger verbergen und außerdem wollte ich verhindern, dass irgendjemand Falschinformationen streut, um die Wahrheit in seinem Sinne zu verdrehen. So entschied ich mich nach reiflicher Überlegung für eine schonungslose und umfassende Aufklärung. Doch die Auswirkungen hatte ich offensichtlich unterschätzt. Die Wahrheit entfesselte einen Sturm der Entrüstung, der nun in Ishgard wütet. Indem ich nach bestem Wissen und Gewissen die Machenschaften des Papstes, meines Vaters, vereitelt habe, habe ich auch große Unruhen heraufbeschworen. Enttäuschung und Zorn können schnell in Gewalt umschlagen. In der Tat häufen sich bereits Vorkommnisse, bei denen Kirchenangehörige beschimpft und bedroht werden. Hilda und ihre Anhänger bemühen sich redlich in den Schwaden für Ordnung zu sorgen. Bisher konnten sie die schlimmsten Übergriffe verhindern. Doch wie lange noch? Solange die Lage noch relativ ruhig ist, wäre es das Beste, den Drachenkrieg endgültig zu beenden. Dafür brauchen wir eure Hilfe. Wir sind Ishgard stets mit Freuden zu Diensten. Doch was können wir zur Beendigung des Krieges bloß beitragen? Begleitet mich zum Trinär-Annex und stellt Kontakt zu den Drachen her. Wollt ihr mit Vidofnir sprechen? Ja. Wir möchten sie nach Ishgard einladen, um die Versöhnung voranzutreiben. Allein wird Lucia kein Gehör finden, deshalb bitte ich euch, sie zu begleiten und zwischen ihr und den Drachen zu vermitteln. Seit Isel nicht mehr unter uns weilt, seid ihr die Einzigen, denen die Drachen vertrauen. Dank. Ishgard hat in euch wahrlich treue Verbündete. Möge Hallone über euch wachen. Die Wahrheit, die nach der triumphalen Rückkehr der Helden verkündet wurde, versetzte das Volk von Ishgard in Aufruhr. Mit einem Schlag wurde allen Bürgern klar, dass die 1000-jährige Geschichte ihrer Stadt und ihr Glaube
auf nichts als Lug und Trug beruhten. Sie fühlten sich ihres Lebenssinns beraubt. Die Leere in ihren Herzen füllte sich mit Angst, Trauer und Zorn. Zum Glück gab es noch jene, die unbeirrt den Pfad der Rechtschaffenen beschritten, um den Kreislauf aus Krieg und Verzweiflung zu durchbrechen. Sie glaubten fest an eine Zukunft, in der das Volk von Ishgard und die Drachen in Frieden miteinander leben würden. Doch während wir zu hoffen wagten, sann unser Erzfeind im Verborgenen auf Rache. Nidhogg, der sich des Leibes des Azur-Drachenreiters Estinien bemächtigt hatte und nun wieder über die Macht seiner beiden Augen verfügte. So verzweifelt wir uns nach Frieden sehnten, so grimmig wünschte der schwarze Drache Krieg. Und damit war er keineswegs allein.